Diese Folge wird unterstützt von Kicker, der deutschsprachigen Sportmedienmarke. Egal ob App, Web, Print, Podcast oder Video. Beim Kicker findet man zu über 20 Sportarten alles, was man wissen muss. Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus. Für unseren heutigen Gesprächspartner ist sein Job nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Er möchte mit seinem Handwerk Wohlfühloasen schaffen und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Max Hermannsdorfer. Hallo Max. Servus Peter. Unser Gast ist heute Stefan Bohlken. Er ist Fliesenlegermeister, Unternehmer und Obermeister der Oldenburger Fliesenleger. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, moin, hier aus Oldenburg. Hallo ihr beiden. Hi, grüß dich. Ja, Fliesenleger ist für dich, habe ich gerade gesagt, nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, sagst du. Was bedeutet das genau für dich? Warum ist das so? Ja, irgendwann hat man die Aufgabe mal so angenommen, ne? Das kann man gar nicht mehr sagen. Also ich bin irgendwie reingestürzt in den Beruf als junger Mensch, weil sich irgendwie keine Alternativen geboten haben. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass die Fliesenlegerei, das Handwerk mich einfach ergriffen hat. Und dann war ich letztens hat jemand gesagt, der Auserwählte wegen der Meisterpflicht und so. Also irgendwann hat der Beruf mich halt gegriffen und ich habe die Dinge gemacht, die da zu tun waren, wollen wir so sagen. Über das Thema Meister sprechen wir gleich noch. Ja. Aber wo war der Funke? Wie kam es dazu, dass diese Begeisterung bei dir entfacht wurde? Wann hast du es gemerkt? Es gibt, glaube ich, keinen Funken, oder? Ich glaube, das ist so ein Feuer, was immer größer wird und was immer mehr brennt. Am Anfang ist das Glut und dann weht es mal mehr oder es weht mal weniger, aber dann irgendwie wird es immer mehr Feuer. Also ich wüsste nicht an dem Tag, wo ich gesagt habe, so und heute ist das jetzt mein Ding und ich will hier der Fliesenleger, na, wie soll ich sagen? Also ich kann keinen Tag nennen, an dem die Leidenschaft besonders entfacht wurde. So. Okay, aber dann erzähl doch mal, wie du dann in dieses Handwerk reingerutscht bist. Hattest du familiär damit schon Verbindungen oder wieso Fliesenleger? Ja, das ist mein Vater ist halt auch Fliesenleger. Der hat einen Betrieb seit Mitte der 70er Jahre und damals in der Schule, man kann das heute ruhig offen zugeben, war ich nicht der Beste und der Hellste, will ich gar nicht mal sagen, das bin ich schon, aber ich war halt nicht der Beste mit den Schulnoten. Und ursprünglich wollte ich Elektriker werden und Funker auf der Bohrinsel, weil ich gehört habe, da gibt's ganz viel Geld und so weiter, aber das ging dann alles nicht. Physik und Mathe, das waren nicht so meine Dinge. Naja, und dann hast du dich auch mal irgendwo beworben und das hat alles nicht geklappt und dann sagst du, okay, dann fange ich halt beim Vater an in der Firma und am Anfang war das, glaube ich, auch holprig. Ne? Das ist auch immer eine der Dinge, die ich sage, da habt Geduld mit den jungen Menschen, die brauchen, bis sie sich entwickeln. Und ich habe genauso Zeit gebraucht, bis ich mich entwickelt habe. Aber irgendwann war diese Entwicklung dann vollzogen und jetzt bin ich der ich bin. Also einfach beim Vater eingestiegen damals. Das heißt aber, das war jetzt nicht von Anfang an so dein Traumberuf, du möchtest Fliesenleger werden? Nee, absolut nicht, absolut nicht. Also eher so was Elektrisches am Schreibtisch oder irgendwie so, oder das mit der Bohrinsel, das hat mich damals auch gereizt, ja. Okay, aber prinzipiell Handwerk, war das immer eine Richtung, wo du gesagt hast, ja, ich möchte irgendwas mit meinen Händen machen, ich möchte irgendwas, ja, wirklich erschaffen oder tun, oder war auch mal die Überlegung, hey, ich gehe mal irgendwo ins Büro oder mach irgendwas anderes außerhalb des Handwerks? Nee, das nicht. Also das hat mir schon immer Spaß gemacht. Schon als Junge irgendwie vom Schrott Fahrräder zusammengesucht, die wieder zusammengebaut, bis man wieder ein fahrfähiges hatte. Und einfach aus Alten oder aus Dingen Neues zu erschaffen, das hat mir schon immer gelegen. Das war schon irgendwie, was mit den Händen zu machen, das lag mir schon immer. Also 24/7 oder beziehungsweise 8 Stunden täglich im Büro zu sitzen, ich glaube, das würde mich nicht ausfüllen. Gehen wir mal rüber, du bist ja Unternehmer. Also du bist einerseits der Fachmann, der Fachexperte aus dem Handwerk, Fliesenlegermeister. Mhm. Und andererseits Unternehmer. Seit 20 Jahren bist du selbstständig ungefähr. Wie würdest du euren Betrieb beschreiben? Was macht ihr so? Ich würde mich nicht als Unternehmer beschreiben. Ich würde mich eher als selbstständigen Handwerker bezeichnen oder als Betriebsinhaber. Also ich glaube, Unternehmertum ist noch was anderes, was ein bisschen größer ist. Wie unterscheidest du das? Ja, ein Unternehmertum ist, ich will nicht sagen, da lässt man die Puppen für sich tanzen, aber das ist eben noch eine größere Nummer. Und ich bin einfach ein Handwerksmeister, ich bin 60% selber noch auf der Baustelle, habe aktuell 3 Mitarbeiter. Da ist man irgendwie mittendrin und als Unternehmer ist das irgendwie noch so eine übergeordnete Position, wo man Dinge bewegt. Also
ich finde, der klassische Handwerksmeister im herkömmlichen Sinne, da passe ich dann eher rein. Ja. Ja, spannende Perspektive, aber habe ich so tatsächlich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gehört, dass man das auch so klar abgrenzen kann zwischen Unternehmer und Betriebsinhaber, weil trotzdem, es geht ja darum, ein Unternehmen und na, du hast ein Unternehmen, du hast einen Betrieb, den nach vorne zu bringen. Deshalb, ich finde das ganz spannend, dass du es so sagst. Ja, das machst du ja in dem Sinne auch, ne? Aber ich sag mal, Unternehmer ist für mich, geht das irgendwie los ab 15 oder 15 Mitarbeitern oder du hast irgendwie eine unternehmerische Tätigkeit, dass du Geld und Energie irgendwo reinbringst und dass dir was zurückkommst. Mhm. Und ich sehe mich da eher als Handwerker, als Betriebsinhaber, als Meister im klassischen Sinne. Mhm. Dann sprechen wir doch mal über diese Meistertätigkeit, über die handwerkliche Tätigkeit als Fliesenleger und in deinem Fliesenlegerbetrieb. Auf was habt ihr euch spezialisiert? Was macht ihr so tagtäglich? Wir machen, also die Firma heißt ja jetzt seit kurzem nicht, aber Bäder Böden Bohlken. Und wir sind spezialisiert auf die Sanierung von Bädern und Böden in Bestandsbauten und dann auch für Privatkunden. Also das ist so unser Hauptkerngeschäft, dass wir Bäder sanieren und renovieren und auch Bodenflächen in Einfamilienhäusern, Wohnungen und sowas austauschen oder schöne neue, wohngesunde keramische Böden einbauen aus Fliesen. Mhm. Das heißt, Fokus klar auf das Sanierungsgeschäft, weniger jetzt der Neubau. Ja, ganz klar Sanierung. Ist es bei euch einfach in Oldenburg so, dass da die Sanierung einfach stärker nachgefragt wird als der Neubau oder hat das andere Gründe, warum ihr darauf geht? Da gibt es verschiedene Gründe, warum wir uns da spezialisiert haben. Erstmal ist es, glaube ich, weil in der Sanierung, es ist zwar aufwendiger, aber es ist ein Markt, der sich ständig regeneriert und neu macht. Und wenn du so ein Neubaugebiet machst, da sind die Leute, die bauen einmal und die Nachbarn haben dann auch gebaut. Und dann ist das da erstmal durch, dann müsstest du ins nächste Neubaugebiet ziehen. Und das sind auch junge Leute, sag ich mal, um die 30, die tendenziell nicht so viel finanzielle Ausstattung hatten haben. Mhm. Zumindest nicht dann, wenn das Haus fast fertig ist und man sagt, okay, wir wollen mal im Badezimmer noch so ein bisschen Upselling machen. Das heißt, hier so ein bisschen schönere Fliesen, größere Fliesen, teure Fliesen, dann ist meist das Geld alle, weil das für die glasierte Dachpfanne schon draufgegangen ist oder für den teuren Klinker. So, da ist ja Neubau für einen Maler, Fliesenleger eigentlich eher uninteressant, zumindest aus meiner Warte. Und der Sanierungsmarkt ist so, dass da also die Generation Ü50 angeht, Ü50, Ü60, da sind die Kinder aus dem Haus, die ersten Lebensversicherungen werden frei und dann sagt man so, wir machen uns das nochmal schön fürs Alter. Und das ist eine aus meiner Sicht eine sehr angenehme Kundschaft, für die ich sehr gerne arbeite und mit denen man auch sehr gut und wertschätzend zusammenarbeiten kann. Und so haben wir uns halt spezialisiert auf diesen Sanierungsmarkt, weil wir den als sehr spannend empfunden haben und immer noch empfinden. Da spielt ja dann das Thema Barrierefreiheit auch eine große Rolle. Ja. Barrierefreie Bäder, ich denke, da ist der Bedarf in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ja riesig. Merkt ihr das auch, dass das bei euch immer mehr nachgefragt wird, der Umbau vom herkömmlichen Bad aus den 70er, 80er Jahren hin zum barrierefreien? Ja, früher war, duschst du schon oder kletterst du noch? Ne? Früher waren die Duschen, wo du so wirklich hoch einsteigen musstest. Da haben wir als Kind sogar noch drin gebadet. Und jetzt ist jedes Bad, also nicht jedes Bad ist barrierefrei, aber zumindest haben alle zumindest eine bodenebene Dusche oder man versucht das irgendwie zu erreichen. Und heute ist es mit den Dingen, die da entwickelt und erfunden wurden, in fast jedem Badezimmer möglich, dass man da irgendwie eine barrierefreie, eine einwandfreie Dusche hat, wo man reinlaufen kann. Ja, jeder möchte das gerne. Ich würde es auch jedem empfehlen, weil ich sag mal, wenn wir alle auf diesem Planeten eine Sache gleich haben, egal ob reich oder arm, wir werden alle im Laufe der Jahre älter und irgendwann wird es auch schlechter mit der Bewegung. Mhm. Und ich würde heute also keine Dusche mehr mit einem hohen Einstieg bauen. Das würde ich keinem empfehlen. Und ich würde auch jedem empfehlen, sich so viel Platz im Bad zu lassen, dass man irgendwie das Bad auch nochmal anders nutzen kann. Komfortbad sagt man heute ganz nett zu. Das ist ein schöner Begriff, finde ich. Oder Mehrgenerationenbad. Du hast vorhin gesagt, bei der Sanierung gibt es die Möglichkeit, auch mal so ein bisschen Upselling zu machen, mal, denke ich mal, so eine richtig schöne, tolle, hochwertige Fliese zu verkaufen. Ja. Was ist denn eine tolle, hochwertige Fliese? Wo kommt die her? Wer macht sie? Was ist das Besondere? Meistens die Italiener. Also meistens ist es die Optik, die einfach schöner ist, ne? Dass das schönere Oberfläche ist. Oder was es heute auch gibt, es gibt ja Fliesen im XXL-Format. Also die sind wandfüllend groß. 1,50 Meter breit und 3 Meter hohe Fliesen. Also das sind Fliesen, die sind so groß wie Schaufensterscheiben. Und das ist dann schon was Besonderes. Ne? Wenn die Maler immer von ihren fugenlosen Bädern sprechen, dann sage ich immer, hey, das, was ihr da als fugenlos verkauft, ist das Material, was bei uns in die Fugen reinkommt.
Und wir können wirklich fugenlos. Ne? Also du kannst eine Zigarette drauf ausdrücken, du kannst mit Schlittschuh drüber laufen, da kann der Rotwein draufkippen. Das passiert an der Keramik gar nichts. Und das ist wirklich, wirklich eine tolle und schöne Oberfläche. So, und diese großen Fliesen zu montieren, einzubauen, zuzuschneiden, das ist da noch wieder eine besondere Handwerksleistung. Und wenn man dafür Kunden findet und hat es, dann macht das natürlich besonders Spaß. Das heißt, du hast auch so ein Faible, dann in Italien zu schauen, wo gibt es eine besondere Fliese und hast die in deinem Sortiment und holst sie dann im richtigen Augenblick raus. Kann man sich das so vorstellen? Nee, anders. Also ich habe die im Kopf. Also ich gucke mir die nicht in Italien. Das ist, dafür ist der Markt noch zu. Aber ich habe die richtige Kunden, die richtige, wie sage ich das immer, ich habe die richtige Fliese für den Kunden im Kopf. Also wenn der Kunde mal irgendwie unsicher ist, dann kriegt er von mir den Satz zu hören, hör auf dein Herz. Es sei denn, dein Fliesenleger sagt, diese Fliese passt zu deinem Haus. Dann hör auf deinen Fliesenleger. Und, und so schreibe ich manchmal den Kunden richtig wie zum Rezeptblock die Fliese aus und sage, pass mal auf, geh mal in die Ausstellung, schau dir diese Fliese an, die passt zu dir. Und in 80% aller Fälle kommen die Leute und sagen, oh danke, Herr Wolken, das war genau die richtige Fliese für uns. Was mich jetzt aber schon noch interessiert, also weil du diese riesen Fliesen angesprochen hast, wie läuft denn da der Einbau, wie läuft der Transport? Ist es dann so, wie wenn man riesen Glasscheiben transportiert, dass die hinten auf dem Hänger mit irgendwelchen Spangen eingespannt werden? Wie macht ihr das? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die auf die Baustelle kommen. Technisch ist einmal der A-Bock, das heißt so wie die Glasscheiben auch in so einem Bock, ja, da stehen genau. Rechts und links die Fliesen drauf. Oder in einer großen Einwegkiste. Die ist dann wirklich 3 Meter mal 1,50, die nimmt einen halben LKW ein. Und da liegen dann 3, 4 Fliesen aufeinander und dann macht man die Sauger auf die Fliese, dass man die greifen kann. Da wird die Fliese hochgelegt auf den Schneidetisch, wird zurechtgeschnitten, ausgemessen, maßüberprüft, Bohrungen gemacht. So, und wenn man die dann letztendlich verkleben will, dann gibt es so ein Metallgestell mit ganz vielen Saugern. Das wird auf die Fliese befestigt. Und an diesem Metallgestell kann man dann die Fliese ins Gebäude tragen. Da muss man schon vorher bei der Angebotsbesprechung manchmal gucken, ob man überhaupt die Treppe hochkommt oder ob man beim Flur um die Ecke kommt und so. Das geht nicht in jedem Haus und nicht für jedes Zimmer und jede Etage. Also ja. Das sind schon andere Herausforderungen, als ich sag mal, mein Vater sie noch in den 70ern hatte, wo man die Fliesen so gestapelt hat und man hatte rechts so einen ganzen Arm voller Fliesen und konnte die so runterschmeißen. So. Bisschen wie die Leibniz-Kekse. Das heißt auch, dieses Handwerk entwickelt sich immer weiter und es kommen neue Trends hinzu, kann man das sagen? Gibt's bei euch im Fliesenlegerhandwerk verschiedene Trends? Ist jetzt gerade irgendwas im Trend? Ja, also ja und nein. Also Großformat ist im Trend, aber gleichzeitig gibt es auch wiederum kleine Regelformate im Look der 70er Jahre. Die sind auch wieder im Trend. Und Moosgrün ist auch gerade eine Farbe. Und dieses Currygelb ist auch gerade wieder voll im Kennen. Peter, du wirst das kennen aus deiner... Ich kenne es noch von meiner Oma so, die ganz giftgrün also, oder irgendwas. So, ne? Und das kommt jetzt wieder. Ja, und gleichzeitig gibt es ganz kühle, moderne Bäder in Grau, in ganz zurückhaltend. Und eben bei diesen großen Fliesen wird es dann auch ruhig und flächig. Und gestalterisch gibt es da keinen Trend. Aber von der Technik her hat sich das natürlich riesig entwickelt, weil die Herstellungsverfahren, dass man so große Fliesen herstellen kann, ohne dass die brechen, ohne dass die reißen, dass man die verarbeiten kann. Das ist schon eine fantastische Technologie, die da ist in der Fliese. Und dann haben wir natürlich viele andere Dinge, die wir einbauen als Fliesenleger, dass wir auch Licht einbauen, dass wir die Entwässerung mit einbauen, dass wir ganz dünnschichtige Fußbodenheizungssysteme mit einbauen. All dieses kommt mit in den Renovierungsbereich und bleibt dann an uns hängen, beziehungsweise wir machen das natürlich auch gerne für den Kunden, dass wir diese ganzen Sachen einbauen. Ja. 10 Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr werbt ja dann auch mit solchen Referenzprojekten oder Objekten mit schönen Badezimmern auf eurer Website zum Beispiel oder auch bei Social Media. Man muss generell sagen, eure Website, die ist schon eine sehr, sehr professionell gemachte Website mit Bewertungen von Kunden direkt eingebettet, mit Referenzen, wie ich gesagt habe. Müsst ihr überhaupt noch auf anderen Wegen irgendwie Werbung machen für euch oder kommen die Kunden automatisch zu euch und ihr müsst eher sagen, ja,
ich habe leider keine Zeit mehr. Wie ist es? Das ist so eine Mischung aus beidem. Ne? Ich glaube, man darf nie anfangen zu sagen, ich muss jetzt nichts mehr machen, sondern man muss immer irgendwie an allen Stellen so ein bisschen graben. Und Social Media machen wir schon, ich glaube, seit 2015, seit fast 10 Jahren mittlerweile. Website haben wir, glaube ich, seit 20 Jahren. Ich kann das sein, seit 2005. Ich müsste es mal nachschauen. Kann schon sein. Egal. Also auf jeden Fall ist das, sind all diese Dinge wichtig, ne? Und auch irgendwie sich zu positionieren, wofür man steht und was man gerne machen möchte. Wie war die Frage noch? Ne, du hast sie eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet, dass man nicht stehen bleiben darf, sondern immer auch was tun muss. Die Frage war, ob ihr noch Werbung machen müsst für eure Kunden, um Aufträge zu gewinnen. So direkt nicht. Also ich mache keine schaltbaren Ads oder keine geschalteten Ads und ich mache auch keine Google-Werbung und auch keine Facebook-Anzeigen oder sowas, sondern ich mache einfach das, was ich mache. Und natürlich ist es auch eine Telefonnummer und eine Adresse in Oldenburg, die 1976 bekannt ist, da kommt auch immer was nach. Aber nichtsdestotrotz, die Alten sterben und die Jungen kommen nach und da muss man natürlich im Netz auffindbar sein. Und um dazu nochmal eine kleine Geschichte zu erzählen, ich habe das mal in der Anfangsphase von Facebook, als wir da waren, da haben wir ganz viele Bäder gepostet, die wir so für schön fanden und waren da richtig, richtig aktiv. Und dann stand ich irgendwann mal im Supermarkt an der Kasse und hatte meine Latzhose an, wo dann vorne Beruf Bulken stand. Und dann hat mich die Kassiererin angesprochen, sind Sie Herr Bulken von Fliesenbulken, der da auf Facebook immer das macht? Und dann sagt sie, ich sage, ja, der bin ich und so. Ne? Ich wollte nur mal sagen, ihr macht ganz viele schöne Bäder, ich finde euch toll. Und dann habe ich nur gedacht, okay, weitermachen. Und dann nimmt man wieder die Motivation und sagt, okay, wir machen weiter Social Media, wir machen weiter Facebook, weil es wird einfach gesehen und die Leute gucken. Und auf eurer Webseite macht ihr auch was ganz Besonderes, was die bestimmt auch ganz gerne anschauen. Ihr zeigt nicht nur das Perfekte, sondern ihr zeigt auch ein paar Sachen, die schiefgegangen sind. Da sind ein paar Fotos drauf, da, ne, wo die Fliesen nicht richtig verlegt sind, die drüber hängen oder wo Lücken drin sind und Löcher. Und die sammelst du so ein bisschen und zeigst sie da, oder? Das hat sich mal irgendwann ergeben. Auf meiner ersten Website hieß die, oder heißt sie, glaube ich, jetzt auch noch, kann man so machen, aber dann ist halt kacke, die Rubrik, wo man so ein bisschen Outtakes und so ein bisschen Mist gesammelt hat. Ist doch Pfusch dann, oder unsauber, oder? Also, man muss ja sagen, das ist ja nicht eure Arbeit, ne? Das ist, nee, ist nicht eure, ist nicht eure, sondern ist natürlich, ihr sammelt das aus der Beobachtung. Ja. Also ich weiß nicht, man kann, wenn ihr Radio hört, hört ihr wahrscheinlich auch irgendwie, wenn Leute schmatzen oder sprechen oder atmen oder sowas. Und als Fliesenleger sagst du stehst an einem Urinal auf den Toiletten und dann guckst du dir die Fugen an und die Kreuze und scannst das alles ab, ob das gut gemacht ist. Und so kannst du einfach deinen Beruf, weil du es auch mit Leidenschaft und das Feuer und die Glut, wir sagen ja, du kannst das nicht abschalten, auch nicht, wenn du auf Toilette bist. Und dann da wahrscheinlich erst recht nicht. Und dann guckst du es dir halt an und irgendwann findest du die Dinger und man weiß auch schon, wo man hingucken muss, damit man solche Ecken findet. Ja, und irgendwann haben wir halt die Ecke der Woche irgendwann gegründet und gesagt, wir sammeln jetzt kuriose Ecken, die Fliesenleger mal irgendwo gebaut, gemacht und konstruiert haben. Ja, es sind ein paar echt witzige Sachen dabei. Also wenn man da so sieht, wie die Fliesen so eigentlich doch parallel liegen sollten und doch so ein kleines Stück versetzt und wie die Kanten überhängen und so, es ist schon beachtlich. Ja, da gibt es schon viel zu sehen da draußen. Gibt viel zu entdecken. Macht immer wieder Spaß. Und es ist ja auch so, dass auch Leute mir Ecken schon zuschicken und sagen, hier, komm mal, ich habe mich gefunden. Poste die mal und hau die mal raus. Deshalb ist es wichtig, dass man den Beruf gut lernt. Und du hast dich da ganz besonders eingesetzt. Das ist jetzt, glaube ich, die perfekte Überleitung. Holt uns den Meister zurück. Das war eine Kampagne, die du 2017 angestoßen hast. Kannst du uns ein bisschen den Kontext liefern? Uns hat man als Fliesenlegern vor fast 20 Jahren die Meisterpflicht weggenommen. Das war damals als Teil einer Kampagne, den Markt irgendwie flacher zu machen und mehr Zugang zu Selbstständigkeit zu ermöglichen. Und am Anfang fanden das irgendwie noch alle gut und haben gesagt, okay, dann ist es eben leichter, sich selbstständig zu machen als Fliesenleger, dann braucht man eben nicht die Meisterpflicht. Und dann war das Gesetz aber handwerklich so schlecht, dann hat man sich das angeguckt, okay, was braucht man denn für eine Meisterpflicht oder was braucht man denn für die Selbstständigkeit im Fliesenlegerhandwerk? Doch mindestens einen Gesellenbrief, nee, braucht man nicht. Und nein, man brauchte gar nichts. Also es reicht, wenn man irgendwie Hafensänger war oder Mundharmonikaspieler, jeder konnte sich selbstständig machen. Und es ist zum Beispiel, ein Beispiel erzähle ich immer wieder, es gab mal einen jungen Schüler, der damals ein Ausbildungsblatt hatte, aber nicht den nötigen Hauptschulabschluss für den Ausbildungsvertrag. Und die Kammer konnte ihn dann nicht ausbilden, beziehungsweise konnte das nicht eintragen, den Vertrag. Und hat er gesagt, okay, wenn ihr das nicht eintragen könnt und ich keinen Lehrvertrag antreten kann, dann konnte er im gleichen Moment rausgehen aus der einen Tür bei der Handwerkskammer und in die nächste Tür reingehen und sich dort selbstständig machen.
Und das hat unser ganzes System natürlich auf den Kopf gestellt. Und dann war es eine Zeit lang als Innungsmeister so, dass Leute gesagt haben, ja, Bulken, ihr habt ja als Innung gar nichts gemacht, als man uns die Meisterpflicht weggenommen hat. Und dann, ja, long story short, und ich wollte dann irgendwas gemacht haben und wollte irgendwie sagen, ey, an mir soll es nicht gelegen haben. Und dann wollten wir zuerst einen Brief schreiben. Dann haben wir einen Brief, den kann man zerreißen, also machen wir ein Video. Dann haben wir ein Online-Video gemacht. Dann war das, wer A sagt, muss auch B sagen. Dann waren es 4 Online-Videos, ja, und am Ende war die Meisterpflicht wieder da. Aber ich würde niemals sagen, dass das nur ich war, sondern ich war nur einer der, in diesem ganzen Orchester der Kammern, der Interessenverbände, ich war nur vielleicht eine der lautesten Stimmen oder der am besten sichtbarsten. Aber da haben ganz, ganz viele andere mitgewirkt. Mhm. Ja, ihr habt ja damals auch eine Petition, oder du hast damals eine Petition gestartet, gell? Ja. Ja. Wir haben dann, also das war das, wer A sagt, muss auch B sagen. Man macht das erste Video, das ist dann über 500.000 Mal angeschaut worden, 4.000 Mal geteilt worden und das ging richtig, richtig viral. Dann kam das Fernsehen, ich habe Interviews gemacht und so weiter. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir dann jetzt? Und dann haben wir einen 10-Punkte-Plan aufgestellt, irgendwie 10 Argumente, die für die Wiedereinführung der Meisterpflicht sprechen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, jetzt machen wir doch eine Petition, um Unterschriften zu sammeln, also um auch immer dieses... immer wieder von dem Feuer zu sprechen, immer wieder Luft dran zu blasen und die Flamme am Laufen zu halten und so weiter. Ja, und dann, und mit dem letzten Video haben wir uns dann beim Altmaier zum Kaffee eingeladen. Das ist auch nochmal eine Geschichte. Und dann gesagt, okay, Herr Altmaier, jetzt, wenn das geklappt hat, würden wir uns gerne bedanken. Und und dann haben wir mit dem Altmaier Kaffee zusammen getrunken. Und du hast ihm ein Geschenk überreicht. Genau, die Unterschriften. Erstmal haben wir mitgebracht und dann haben wir ihm... ein Lot mitgebracht und das ist im Lot, ich sag mal schon, die alten Pyramiden wurden mit dem Lot gebaut und Aquädukte und so weiter und es ist ein ganz altes Handwerksmesswerkzeug. Und wir haben ihm halt das Lot mitgebracht, um Danke zu sagen, weil er eben unser Fliesenlegerhandwerk wieder ins Lot gebracht hat und dort wieder eben die Meisterpflicht hergestellt hat. Ja. Mhm. Du hast gesagt, ihr habt einen 10-Punkte-Plan beziehungsweise 10 Punkte erarbeitet, warum Argumente, die Meisterpflicht wieder eingeführt werden soll. Kannst du davon noch ein bisschen was erzählen? Was waren denn jetzt für euch die Gründe, warum ihr euch so stark dafür eingesetzt habt? Und jetzt vielleicht auch rückblickend, hat sich das dann jetzt geändert, seitdem die Meisterpflicht wieder eingeführt wurde? Also das, was man erstmal, es ist ein bisschen mehr Ruhe im Markt jetzt, ne? Weil es waren vorher schon sehr, sehr viele sehr, sehr viele im Markt des Fliesenlegers, die dort selbstständig waren, die eigentlich, glaube ich, noch nicht mal Fliesenarbeiten gemacht haben. Ja, es war Ausbildungsleistung, das ist natürlich ein Thema, was man so nicht bewerten kann. Und das ist jetzt die Meisterpflicht, haben wir jetzt, glaube ich, seit 4, fast 5 Jahren wieder. Das kann man nicht bewerten, aber es ist schon ein bisschen mehr Ruhe im Markt gekommen und ein bisschen mehr Qualität reingekommen, in dem einfach nicht jeder sich mehr selbstständig machen kann. Mhm. Qualität war auf dem Bau, war dabei. Das muss man auch mal so sehen. Ne? Man sagt ja mal, okay, wir stehen für Qualität auf dem Bau. Und als wir dann mit dem Bundeswirtschaftsministerium diskutiert haben, haben die dann einfach mal gefragt, ja, was heißt denn Qualität? Ne? Und heißt das denn automatisch, sobald ich einen Meisterbetrieb nehme, habe ich Qualität? Oder wenn ich die Meisterpflicht im Fliesenlegerhandwerk stelle, gibt es dann nur noch gute Hand? Oder finde ich vielleicht auch völlig andere Werkzeuge, wie ich Qualität auf dem Bau herstellen kann, ohne die Meisterpflicht wiederherzustellen. So, und wenn man da ehrlich ist, muss man einfach sagen, oh, da könnte es schon einiges geben, wie man für mehr Qualität sorgen darf. Mhm. Insgesamt muss man einfach sagen, es hat dem Fliesenlegerhandwerk und dieser ganzen Berufsehre auch gut getan, weil es einfach schade ist, wenn du einfach merkst, dass du den Beruf auch nicht mehr lernen brauchst. Ne? Also wir haben ja auch diese duale Ausbildung, ja. unser, wo wir sehr, sehr viel Wert drauf legen, was weltweit irgendwie, wo wir drum beneidet werden. Und wenn du dann keinerlei Qualifizierung mehr brauchst, um den Beruf auszuüben, dann sinkt auch eben die Bereitschaft, da auszubilden. Beziehungsweise ich könnte auch einfach sagen, okay, ich lasse meine Auszubildenden daran nicht teilnehmen, ich zeige denen das und dann habe ich Fliesenleger nachher. Mhm. Und zwar so, wie ich sie haben möchte. Also das hätte langfristig, glaube ich, zum Verlust des Berufes geführt. Mhm. Sieht man denn die Delle so richtig, also dass das weniger ausgebildet wurde und jetzt wird wieder mehr ausgebildet? Nein, jetzt wird nicht mehr ausgebildet. Also die Ausbildungszahlen stehen jetzt gerade sind in einer waagerechten Entwicklung. Aber es gab, wie als ich gelernt habe, waren es noch ungefähr 100 Auszubildende. Dann hatten wir zwischenzeitlich mal 120 im Jahrgang und jetzt sind es um die 30, 40. Und das ist ein stagnierender, gleichbleibender Prozess. Aber wenn man das mal in Korrelation sieht zu den Betriebszahlen, die irgendwie
ich habe die jetzt auch nicht im Kopf, aber das ist irgendwie von 800 gestiegen auf 2000 bei uns in Niedersachsen. Und gleichzeitig ist die Ausbildungsquote dann eben runtergegangen und hat sich genau gegenläufig entwickelt, ne? Mhm. Ja, das sind schon, wenn man genau die Statistiken sich mal anschaut und analysiert, sind das fatale Zahlen, die diese Meisterpflicht oder der Wegfall der Meisterpflicht mit sich gebracht hat. Bildest du selbst denn auch aus bei dir im Unternehmen? Ja. Ja, ja. Von meinen drei Mitarbeitern, jetzt einer hat jetzt gerade bestanden, muss ich eben korrigieren. Ja, Glückwunsch. Zwei Auszubildende, ja. Ich habe eine Zeit lang mal nicht ausgebildet, muss ich auch mal eben dazu sagen, weil die Ausbildungszentren und die Prüfungen waren so mistig, da wurde immer noch mit kleinen Kacheln und einem Mörtelbett angesetzt und auch die Prüfung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das kann ich auf meinen Baustellen gar nicht zeigen. Wir haben dieses Verfahren gar nicht mehr. Und das, was die da abfragen in der Prüfung, das kann ich denen gar nicht zeigen. So, und jetzt bilde ich aus, klar. Sehr gerne, selbstverständlich, weil ich auch glaube, dass wir, ja, Ausbildung ist so ein bisschen so eine gesellschaftliche Pflicht. Also seit wir alle aus der Höhle kommen, ist das Wissen von der älteren Generation an die jüngere weitergegeben worden. Und nur so können wir als Gesellschaft auch existieren. Also müssen wir auch alle unser Wissen weitergeben. Und ja, ich bilde gerne aus. Ja, erstmal vielen Dank bis hierher. Und wir widmen uns jetzt nochmal dir. Und zwar, wir haben jetzt ein Blog, wo es so persönlichere Fragen gibt. Die erste Frage ist, gibt es irgendeine Person, mit der du gerne mal tauschen würdest? Einfach mal die Rolle von demjenigen oder derjenigen einnehmen, mal einen Tag oder eine Woche. Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, das möchte ich einfach mal erleben, wie der das da macht? Interessiert dich da was? Ja, so große Unternehmer. Ich hätte zum Beispiel gerne mal Reinhold Wirth kennengelernt oder nee, besser noch unseren Herrn Schlüter, der von den Schlüter-Schienen. Schlüter ist so der Apple unter den Zulieferern. Und den würde ich gerne mal in seinen frühen Gründerjahren seines Unternehmens kennengelernt haben. Also das ist, wann da welcher Schritt notwendig war, um so derart groß zu werden und so erfolgreich. Also mit dem würde ich gerne mal tauschen. Stefan, was war für dich persönlich so die beste Entscheidung in deinem Leben? Ja, das mit der Meisterpflicht. Also, dass ich das gemacht habe, das kann ich manchmal selber gar nicht glauben, weil es auch schon so weit her ist, weil die Erinnerung verblasst. Aber da irgendwie zu sagen, okay, das machen wir jetzt wirklich, das war cool. Mhm. War ja aber doch auch, ja, zumindest ein diskutiertes Thema, diese Meisterpflicht. Ich habe da auch Kommentare gelesen teilweise, dass andere Länder die Meisterpflicht, wenn es denn sowas in anderen Ländern gab, auch schon länger abgeschafft haben, warum Deutschland das jetzt wieder einführen soll. Hattest du da auch Gegenwind bei dem, was du tust und wie bist du mit sowas umgegangen? Ja, klar gab es da Gegenwind. Jede Menge sogar. Was heißt jede Menge sogar? Aber irgendwie denkst du, okay, wenn du 80% mit dir hast, dann kannst du die 20% auch ertragen. Mhm. Ja, es gab sofort Gegendarstellungen und Leute, die auch dagegen waren. Aber das, wenn man seine Argumente und seine Überzeugung, auch was ich eben sagte, mit diesem Berufsbild und dem Ganzen, was damit hier in Deutschland einhergeht, dann muss man einfach zu stehen und muss das ich will nicht sagen wegwischen, schon ernst nehmen, aber ja. Ja, ich würde gerne von dir noch wissen, vielleicht nochmal so ganz aus dem Stegreif formuliert, was bedeutet für dich Handwerk? Für die Menschen da sein. Also die ältere Frau, die ihren Mann verloren hat, die jetzt die Dusche nicht mehr, weil sie klettern muss, rein kann, und der machen wir die Dusche barrierefrei. Oder wir machen das, dass der Hund sich auf den kalten Fliesen im Sommer abkühlen kann, oder eben auch für die junge Familie, die ihr Leben lang gespart hat, denen verwirklichen wir den Traum vom Einfamilienhaus. Und das ist für mich Handwerk, für die Menschen Lösungen schaffen, ne? Und ja, einfach für die Menschen da sein. Jetzt kommen zum Schluss noch vier ganz kurze, kompakte Worte, Fragen, auch mit der Bitte auch ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Die erste ist, was ist Heimat für dich? Heimat ist da, wo ich drei Balken im WLAN habe. Aha, die Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Alles digitalisiert bei euch? Nein, noch lange nicht, noch lange nicht. Aber auf dem Weg dahin? Noch lange nicht, ja, ja, ja. Also ich sage mal, wenn wir irgendwann es geschafft haben, dass das einzige Papier, was wir auf der Baustelle brauchen, noch das Klopapier ist, dann sind wir gut. Aber davon sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Stefan, ich schließe die nächste Frage an. Hast du irgendein Vorbild? Nee, direkt nicht. Also ich wüsste keinen, zu dem ich so hochgucke. Es gibt viele Menschen, denen bin ich neidisch, aber ich habe keinen direkten. Was ist Glück für dich? Kein Moment, sondern eine Einstellung. Und Glück muss man sich, ich will nicht sagen erarbeiten, aber ich bin glücklich. Letzter Begriff von mir.
Hast du irgendein Motto? Ja, einfach machen. Genau. Und jetzt kommt noch eine Sonderfrage. Vielleicht gilt es auch da. Wer wird Europameister? Das, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe Deutschland. Das sage ich immer wieder. Ich hoffe Deutschland. Aber mein Tipp ist vielleicht auch so. Nee, ich glaube, das rocken die diesmal. Weil alle anderen Mannschaften haben irgendwie die ganzen Spiele nur verwaltet. Ich bin kein Fußballkenner. Aber ich glaube, das können die Jungs diesmal wirklich schaffen. Das, ja. Wenn man das erste Spiel gesehen hat, hat man auf jeden Fall ein verdammt gutes Gefühl. Ja, oder? Ja. Und dann ist man auch schon verblendet und denkt, ach, das wird. Man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt gerade Mittwochnachmittag auf, gut eine Stunde vor Spiel am Pfiff. Also wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. Aber dann steht am Sonntag ja zumindest Deutschland gegen die Schweiz noch an. Und ja, wir sind für beide Spiele aktuell noch gespannt, wie es ausgeht. Ja, das wird spannend, das wird spannend. Und es ist auch schön, es würde uns ja allen so gut tun, oder? Wir sind ja, wir Deutschen sind ja so ein bisschen knödelig und so ein bisschen schlechtlaunig und alles ist mies. Und das ist so ein bisschen wie bei den Römern damals, Brot und Spiele. Und wenn die Spiele dann gut sind, dann sind wir auch eben alle gut drauf, ne? Ja. Also hoffen wir das Beste. Dir vielen, vielen Dank für das Gespräch. Einfach machen ist dein Motto, hast du gesagt. Ja. Das wünschen wir dir, dass du das weiterhin so verfolgst. Und ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles gut für dich. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Danke, Stefan. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de. Diese Folge wurde unterstützt von Kicker, der deutschsprachigen Sportmedienmarke. Egal ob App, Web, Print, Podcast oder Video, beim Kicker findet man zu über 20 Sportarten alles, was man wissen muss.